Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und das hier ist Let's Show Armor Games, heute mit dem Spiel Romb, geschrieben R-H-O-M-B. Warum sage ich das? Weil auch dieses Spiel offensichtlich mal wieder keinen Titelbildschirm hat. Und ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es soll ein Puzzlespiel sein und ich sehe hier Zeug, das ich mit der Maus bewegen kann. Vielleicht kann ich das da reinschieben oder so. Ja, es wäre natürlich geil, wenn das Spiel irgendeine Art von Anleitung hätte. Also ich mache da irgendwie einen Klick drauf und dann ziehen die sich zusammen. Und wo ist jetzt die Schwierigkeit? Weil wie ich auf ein Dings klicke, das weiß ich. Achso, ist es dazu und dann kommt das nämlich da durch, ja? Ist das? Da, das ist die Schwierigkeit, okay. Man soll sich also überlegen, welche Teile man wann bewegt und dann hat man tatsächlich ein Puzzlespiel. Okay, ich weiß jetzt, dass der hier zuerst weg muss, weil wenn die hier zu sind, kommt der nicht mit durch. Kann ich nachvollziehen. So, der hier muss jetzt auch weg, weil der ist im Weg. Und dann kann ich so und so und dann ist alles... Oh ne, das funktioniert nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich euch gleichzeitig laufen lasse? Das lässt sie nicht zu, okay. Oh, schade. So, jetzt müsste es aber passen, ne? Schön. Vielleicht doch gar nicht mal so schlecht. Der hier muss zuerst, ne? Der geht in die Mitte. So, und jetzt nur noch überlegen, wer ist wem im Weg. Eigentlich ist niemandem im Weg, wenn ich das richtig sehe. Also nicht übermäßig. Ja, bin mal gespannt, was da jetzt noch alles kommen mag. Jetzt sieht es schon ein bisschen komplizierter aus. Du musst weg, damit der sich bewegen kann. Und wenn du dort bist, bist du aber dem Weg. Also nehmen wir den mal als erstes. Und dann kann ich dich hier gefahrlos wegmachen. Und dann kann ich mir überlegen, wie es weitergeht. Ich kann den jetzt gefahrlos darüber schieben. Ne? So, dann muss ich dich runterschieben und dich hoch und dann dich runter und dann ist alles okay. Wunderbar. Okay, das hat schon ein bisschen Anspruch. Man muss sich vorher angucken, was ist wo und wie. Und wie bewege ich den Scheiß. Hier hinten darf ich gar nichts bewegen, weil dann ist es immer irgendwie im Weg. Egal, was ich bewegen würde. Also das hier kann sich nicht bewegen, weil der im Weg ist. Das hier kann sich nicht bewegen, weil der im Weg ist. Und den hier darf ich nicht bewegen, weil er sonst dem hier im Weg ist. Okay, dann fangen wir also mal auf der linken Seite an. Wenn ich dich da runterschiebe, bist du niemandem im Weg. Und ich mache dich so rüber und dich so rüber. Das ist okay, dann kann ich dich hochmachen. Ja, okay. Es ist relativ simpel, aber ich denke, da kommt noch einiges mehr. Ne? Also der Schwierigkeitsgrad wird wahrscheinlich noch um einiges ansteigen. Okay, was haben die Dinger jetzt zu bedeuten? Wenn das hier eine schematische Darstellung von einer Anlage wäre, würde ich sagen, das steht für ein Ventil. Aber so, was passiert, wenn ich dich jetzt darüber schicke? Du bleibst da einfach hängen. Weil unbekannt. Was passiert, wenn ich dich bewege? Dann geht das Ventil auf. Ah. Oh, scheiße. Also so sind die Ventile zu, aber wenn ich dann sich was hinbewegt, gehen die auf. Und wenn sie aber auf sind, dann gehen die zu, wenn sich was dagegen bewegt. Das heißt, man muss da jetzt ziemlich aufpassen. Also in dem Level hier nicht, weil es ist egal, in welche Reihenfolge man sie schicken würde, die Klötze. Hauptsache, die Ventile sind auf. Aber jetzt könnte es schwierig werden. Mit jedem Klick ändern sich die Ventile. Kann das sein? Das heißt, wenn ich dich jetzt anklicke... Was eine dumme Idee wäre, weil dann kommt der hier nicht mehr darüber. Aber wenn ich dich jetzt angeklickt hätte, dann würden die alle zugehen. Gucken wir doch mal. Ja, jetzt sind die alle zu. Das heißt, wenn ich jetzt klicke, gehen sie auf. Und das heißt, blub. So, dann machen wir mal dich und dich. Okay, System verstanden und Problem gelöst. Faszinierend. Ich könnte dich hier rein bewegen. Dann bist du schon mal niemandem im Weg. Ist ein guter Plan. So, und dann könnte ich dich darüber bewegen, dann bist du auch niemanden mehr im Weg. Ist ein guter Plan. Ja, und der hier ergibt sich von selbst, ne? Die Frage ist, ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Ich glaube nämlich nicht, wegen den drei hier. Angenommen, ich schicke dich jetzt darüber, dann ist das hier offen. Das macht auch keinen Sinn. Okay, ich mach's einfach mal so. Gut. Dann schicke ich dich runter, oder was? Und ich rüber und dann ist hier fertig. Keine Ahnung, ob das gerade die einzige Lösung war, aber das war jetzt die ich am ehesten gesehen habe. Ach du Scheiße, jetzt wird's kompliziert. Das Spiel hat was. Also, wenn man auf Puzzlespiele steht, kann man sich hier schon ein bisschen mit beschäftigen. Ne? Dich könnte ich jederzeit bewegen, ohne dass du jemandem im Weg bist. Du bist nur im Weg, wenn du nicht bewegt wirst. Begreife ich. Gleiches gilt für dich. Du bist im Weg, wenn du bewegt wirst. Okay. Und was sagen die Ventile? Hier kommt sowieso im Moment nichts durch und das hier wäre auch irrelevant. Das hier wäre möglich, aber den würde ich verbauen. Also ich habe im Moment nur die Möglichkeit, den hier zu bewegen.
Okay, nächster logischer Schritt wäre, den hier runterzukriegen, damit er nicht mehr im Weg ist. So, und jetzt würde ich natürlich gern den hier bewegen, geht aber nicht, weil dann das Ventil zugeht. Alternativ könnte ich aber den hier bewegen. Nein, das war eine schlechte Idee. nein, ich wollte jetzt nicht ein Level zurückgehen, ich wollte eigentlich das Level neu starten. Ja. Ja, das war eine schlechte Idee, man konnte es sehen, in dem Moment, wo der hier ist, also wenn der hier rübergefahren ist, kann ich den nicht mehr bewegen. Das heißt, ich muss jetzt den hier machen, habe keine Wahl, und dann mache ich den hier. Und dann den hier, und dann muss ich den hier, und dann kann ich den hier, okay. Ja, nix an, denk ein wenig und dann funktioniert das. Zugegeben, solche Puzzlespiele sind jetzt wahrscheinlich nicht das Spannendste zum Zugucken, aber ich finde es eigentlich ganz lustig, sowas ab und zu machen und, die haben ja auch was für sich, weil selbst wenn sie zum Zugucken nicht so spannend sein mögen, sind sie, denke ich mal, auf jeden Fall spannend zum Selbstspielen. Und ich mache das Ganze ja nur, um euch das vorzustellen hier. Das heißt, es ist allein eure Entscheidung, ob ihr das spielen wollt oder nicht. Auf jeden Fall lernt ihr die Spiele auf diesem Weg kennen, ne? So, das hier sollte ich jetzt auf gar keinen Fall machen, aber das hier kann ich nicht machen. Achso, ich kann einen von euch bewegen, ohne Gefahr. Das war immer ein Plan, ne? Problem gelöst. Alles klar, ein Level machen wir noch und dann machen wir Schluss. Wird dann zwar wieder ein sehr kurzes Video, aber ich denke, wir haben das Prinzip des Spiels verstanden. Also wenn nicht noch eine zusätzliche Mechanik reinkommt neben den Ventilen, denke ich, haben wir so ziemlich alles. Wo fange ich denn hier jetzt an? Es gibt so viel. Das hier könnte ich zum Beispiel schon mal hochschieben. Das wäre dann aber dem hier im Weg. Also wäre es vielleicht besser, das hier zuerst zu bewegen. Das wäre dann niemandem im Weg. Aber das kann sich nicht bewegen, weil das hier im Weg ist. Oh, Leute! Was darf ich denn überhaupt bewegen? Dich kann ich gefahrlos bewegen, ne? So, dann muss ich das hier bewegen. Das geht hier hin, ist also niemand im Weg. Also kann ich das ruhig gefahrlos machen. Okay, so, nächster Schritt. Nicht das hier, sondern das. Quatsch, nee, wenn dann das hier. Ja, dann kann ich das hier machen, weil es gerade geht. Stört ja niemanden. Ja, ist entweder das oder das. Das wäre, denke ich mal, egal. Kommt das gleiche raus. So, dann muss ich natürlich das hier machen. Ja gut, okay, das Level war jetzt irgendwie zu einfach. Wenn man erstmal rausgefunden hat, wo man anfangen muss, dann ist es wirklich zu einfach. Wollen wir noch eins? Wir haben hier gerade eine neue Mechanik, von der ich nicht weiß, was sie bedeutet. Wäre jetzt die Gelegenheit. Wir haben irgendwie diese komischen Zeichen und die komischen runden Zeichen, die Zielscheiben und die, keine Ahnung, was, Wellen oder was. Was für eine Bedeutung habt ihr, wenn ich dich jetzt anklicke? Ah, dann bewegt ihr euch gleichzeitig. Verstehe. Das ist der Gag dahinter. Oh, und wenn man das dann noch mit Ventilen kombiniert, dann ist das natürlich übelst. Wenn ich jetzt den hier anklicken würde, kommt er nicht weiter. Also ist das schon uninteressant. Der hier ist eigentlich eine gute Idee, weil der wäre eh für nichts gut. Und dann kann ich den hier genauso wegschieben, ne? Ihr habt keinen Einfluss auf nichts und niemanden. So, und jetzt habe ich natürlich Platz, um die beiden zu bewegen. Da ist nichts mehr im Weg, ne? Wenn ich einen von denen anklicke, gehen die beide weg. Zack. Und jetzt könnte ich die beiden anklicken. Ja, und dann ist das Problem gelöst. Okay, cool. Hat also noch ein bisschen mehr zu bieten, das Spiel. Wird immer komplizierter, immer mehr Möglichkeiten. Ich denke, wenn jetzt diese Dinger noch mit Ventilen kombiniert sind, so, dann wird es richtig stramm und wahrscheinlich haben sie noch ein paar mehr Ideen gehabt. Also muss ich sagen, Romp, du bist gar nicht mal ein schlechtes Puzzlespiel. Nicht gerade das Anspruchsvollste, weil ich kann immer noch mit den Augen sehen, wo das Problem liegt. Ich muss nicht wirklich übermäßig dabei denken. Aber es macht irgendwie schon ein bisschen Spaß. Also, ja, für zwischendurch, warum nicht? Gut, Leute, also das war Let's Show Armor Games heute mit Romp. Ich war euer Nixon und ich muss gehen. Und ich sag euch, ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.